Ein Wald, eine Wiese und ein gigantisches Wiesent. Das Ganze zu sehen im Sauerland. So ein Koloss verzehrt täglich bis zu 60 Kilogramm Gras, Laub, Kräuter. Aber sein Appetit hört leider auch bei Bäumen nicht auf. Waldbauer Lukas von Fürstenberg hat die Schäden so richtig satt. Ja, es ist natürlich frustrierend, weil wir versuchen seit 20 Jahren hier den Wald umzustellen auf einen Mischwald, der eben auch besser fürs Klima, für Klimaänderungen geeignet ist. Und dann kommen die Wiesente und machen quasi diese ganzen Bemühungen wieder kaputt. Man sucht nach einer Lösung, nun sogar vor dem Bundesgerichtshof. Die obersten Richter sollen klären, sind die Wiesente tatsächlich besonders schützenswerte Wildtiere? Falls ja, können sie tun und essen, was sie wollen. Ähnlich wie Wölfe dürften sie nicht gejagt, nicht eingefangen und auch nicht eingesperrt werden. 2013 wurden 8 ihrer Art im Rothaargebirge ausgewildert. Inzwischen gehören der Herde etwa 20 Tiere an. Ein fast 100 Quadratkilometer großes Waldgebiet ist für sie als Hauptlebensraum vorgesehen. Doch einen Zaun gibt's eben nicht. Die Erheblichkeit der Schäden ist ja im Vergleich zu Rotwild und anderen Dingen noch in der Verhältnismäßigkeit, wo man sagen kann, das ist eigentlich vor dem Hintergrund der Verantwortung für die Arterhaltung, ist das eigentlich leistbar. Leisten tut sich Waldbauer Fürstenberg zunächst diese Schutzmaßnahme. Bis die Frage geklärt ist, wie wild darf der Wiesent in Deutschland tatsächlich sein?